Bevor wir uns in den heutigen Inhalt vertiefen, möchten wir euch um eure Unterstützung bitten. Bitte erwägt es, unseren Kanal zu abonnieren, indem ihr auf den Abonnieren-Button unten klickt. Durch ein Abonnement helft ihr uns, unsere Gemeinschaft zu erweitern und stellt sicher, dass ihr mit unseren neuesten Inhalten auf dem Laufenden bleibt. MacGyver. In den 80er Jahren fesselte eine actionreiche Serie jung und alt gleichermaßen. Die Rede ist von MacGyver, einem einzigartigen Helden seiner Zeit. Angus MacGyver, Agent im Dienste der Phoenix Foundation, zeichnete sich durch seine Fähigkeit aus, die gefährlichsten Situationen mit Scharfsinn und Kreativität zu meistern, indem er lediglich seinen klugen Verstand und improvisierte Gegenstände nutzte. In dieser besonderen YouTube-Episode nehmen wir euch mit auf eine nostalgische Reise durch die Zeit und werfen einen Blick auf das Leben nach MacGyver. Wir werden nicht nur das tatsächliche Alter der Schauspieler enthüllen, sondern auch sehen, wie sich ihr Aussehen seit den 80er Jahren verändert hat. Bruce McGill. In der Serie bekannt unter dem Namen Jack Dalton. Er ist MacGyvers impulsiver und problembehafteter bester Freund aus der Highschool, der trotz einer Reihe gescheiterter Geschäftsunternehmungen, darunter ein Taxiservice und eine private Fluggesellschaft, optimistisch bleibt, dass er es eines Tages zu etwas bringen wird. Bruce Travis McGill ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Er wirkte in über 140 Film- und Fernsehproduktionen mit. Er wurde am 11. Juli 1950 geboren und war 36 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Heute ist er 73 Jahre alt und so sieht er aus. Terry Hatcher. In der Serie, bekannt unter dem Namen Penny Parker, trifft sie MacGyver zum ersten Mal, als sie ihm am Flughafen gestohlenen Schmuck in die Tasche steckt. Sie bringt ihn immer wieder unbeabsichtigt in gefährliche Situationen, obwohl ihre Freundschaft über die Jahre stark bleibt. Theresa Terry Lynn Hatcher ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Ihre bekanntesten Auftritte hatte sie in den drei Fernsehserien MacGyver, Superman, Die Abenteuer von Lois und Clark und Desperate Housewives als Susan Delfino sowie als Blonde Girl in Der Morgen stirbt nie. Sie wurde am 8. Dezember 1964 geboren und war 22 Jahre alt, als sie in der Serie mitspielte. Heute ist sie 58 Jahre alt und so sieht sie aus. Dana Elkar. In der Serie, bekannt unter dem Namen Peter Thornton, ist er MacGyvers Chef und Freund, der die Phoenix Foundation leitet. Der Ex-Militär bietet Mac Unterstützung und Informationen für seine unkonventionellen Missionen. Gleichzeitig kämpft er darum, sich mit seinem eigenen Sohn zu versöhnen, der es Peter übel nimmt, dass er seine Hingabe zur Arbeit über die Familie stellt. Obwohl von MacGyvers eigenwilligen Methoden frustriert, vertraut Peter ihm vollkommen und ist oft darauf angewiesen, dass Mac Operationen übernimmt, die für konventionelle Agenten zu politisch heikel sind. Dana Elkar war ein US-amerikanischer Schauspieler. Seit seinem Fernsehdebüt 1954 spielte Elkar fast 200 Rollen in Film und Fernsehen. Er wurde am 10. Oktober 1927 geboren und war 59 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Dana Elkar starb 2005 im Alter von 77 Jahren an den Komplikationen einer Lungenentzündung. So sah er damals aus. Mayim Bialik. In der Serie, bekannt unter dem Namen Lisa Woodman, ist sie die Tochter des wohlhabenden Industriellen Eric Woodman und half MacGyver zum ersten Mal, als er für den versuchten Mord an einem Präsidenten eines Landes zu Unrecht beschuldigt wurde. Als Gegenleistung half MacGyver Lisa, als sie entführt wurde. Mayim Chaya Bialik ist eine US-amerikanische Neurowissenschaftlerin, Autorin und Schauspielerin. Bekannt wurde sie zunächst durch ihre Hauptrolle als Blossom Russo in der Fernsehserie Blossom und später als Dr. Amy Farrah Fowler in der Serie The Big Bang Theory. Sie wurde am 12. Dezember 1975 geboren und war 22 Jahre alt, als sie in der Serie mitspielte. Heute ist sie 47 Jahre alt und so sieht sie aus. Richard Dean Anderson.
In der Serie, bekannt unter dem Namen Angus MacGyver, ist er die einfallsreiche Hauptfigur, deren Improvisationstalent und wissenschaftlichen Kenntnisse es ihm möglich machen, gewöhnliche Gegenstände in Lösungen zu verwandeln, um sich selbst und andere aus gefährlichen Situationen zu befreien. Dies macht ihn zu einem einzigartig talentierten und geschätzten Agenten für die Phoenix Foundation unter der Leitung seines Freundes Peter Thornton. MacGyvers Fähigkeiten kommen besonders in diskreten und einzigartigen Einsätzen zum Vorschein. Trotz seiner erfolgreichen Karriere bieten MacGyvers persönliche Interessen, darunter seine Liebe zum Eishockey, Malen, Gitarre spielen und ehrenamtliche Tätigkeiten, einen nuancierten Blick auf die Figur jenseits seiner Fähigkeiten zur Problemlösung. Richard Dean Anderson ist ein US-amerikanischer Schauspieler, bekannt auch für seine Rolle in der erfolgreichen US-amerikanischen Serie Stargate SG-1. Dort spielte er Jack O'Neill, einen Generalleutnant der US-Armee, der das SG-1-Team durch geheime Sterntore zu verschiedenen Erkundungen anderer Welten führt. Nach seinem Ausstieg bei Stargate SG-1 im Jahr 2007 begann er, sich sukzessive aus dem Showgeschäft zurückzuziehen. In den folgenden Jahren nahm er nur noch kleinere Gast- und Nebenrollen an und war vereinzelt in Werbespots zu sehen. Er wurde am 23. Januar 1950 geboren und war 35 Jahre alt, als in der Serie mitspielte. Heute ist er 73 Jahre alt und so sieht er aus. Elissa DeVallos. In der Serie, bekannt unter dem Namen Nikki Carpenter, ist sie eine Ermittlerin mit polizeilicher Ausbildung, die MacGyver traf, als sie den Mord an ihrem Bruder Danny Barrett untersuchte. Elissa DeVallos ist eine US-amerikanische Fernseh- und Filmschauspielerin. Sie wurde am 30. Mai 1959 geboren und war 28 Jahre alt, als sie in der Serie mitspielte. Heute ist sie 64 Jahre alt und so sieht sie aus. Michael D. Barris. Der als Murdoch bekannte internationale Auftragskiller wird in der Serie als hochqualifizierter, schwer fassbarer Profi dargestellt, der sich durch schnelle, saubere und nicht nachvollziehbare Methoden auszeichnet. Murdoch, der für seine meisterhafte Make-up- und Kostümkunst bekannt ist, wird als eine Art Halb-Chamäleon, Halb-Klapperschlange beschrieben, der nur in seinen Begegnungen mit MacGyver und seinen Freunden eine Spur hinterlässt. Michael D. Barris ist ein britischer Schauspieler und Sänger. Er wurde am 24. Januar 1948 geboren und war 38 Jahre alt, als in der Serie mitspielte. Heute ist er 75 Jahre alt und so sieht er aus. John Anderson. In der Serie unter dem Namen Harry Jackson bekannt, war MacGyvers Großvater zunächst eine Vaterfigur, die ihm wertvolle Lebensweisheiten vermittelte, ihn aber 7 Jahre nach dem Tod seines Vaters abrupt verließ, um einen Job in Alaska anzunehmen. Nach 16 Jahren versöhnen sich die beiden und erlebten in der 5. Staffel ein letztes gemeinsames Abenteuer, bevor Harry an den Komplikationen eines Herzinfarkts starb. John Anderson war ein US-amerikanischer Schauspieler. Außerdem verkörperte er in einer weiteren wiederkehrenden Nebenrolle von 1983 bis 1989 Dr. Herbert Stiles in der Serie Dallas. Insgesamt trat er in über 200 Film- und Fernsehsendungen auf. Er wurde am 20. Oktober 1922 geboren und war 62 Jahre alt, als in der Serie mitspielte. John Anderson verstarb 1992 im Alter von 69 Jahren an einem Herzinfarkt. So sah er vor seinem Tod aus. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Teilt uns in den Kommentaren mit, wer eure Lieblingsfigur in der Serie war.